Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich bin Rotmac und wir sind hier irgendwie in einem verschissenen Steinbruch und haben uns wieder so ein verschissenes Ding geholt für die verschissene Bruderschaft. Und jetzt haben wir genug geflucht für heute. Wir werden jetzt hier für die Bruderschaft darunter gehen. Darunter, ich zeig's gleich, hier, da, hier hin. Und werden die Ernte sichern. So, das Ding ist jetzt aber, die Bruderschaft macht das so ein bisschen wie früher im Mittelalter, ne? Die wollen dieses Ding einfach einfordern und unterdrücken die Leute. Wir werden mal schauen, ob uns die Leute das freiwillig geben. Und wenn nicht, dann werden wir ganz spontan entscheiden, bringen wir sie alle um oder helfen wir ihnen? Sind wir nette Leute? Ja, ich weiß es nicht. Es ist die siebtletzte Folge für dieses Projekt Fallout 4. Von daher könnten wir auch mal ein bisschen durchdrehen und unschuldige Leute umbringen, ja? Machen wir hier aus Fallout 4, machen wir GTA? Wahrscheinlich nicht. Nein, wir werden jetzt erstmal, was ist denn das? Aha, nee, ist nicht beim Boot. Wir werden jetzt mal zur Vault gehen und von da aus rüberlaufen. Und dann werden wir uns dieses Dörfchen oder Städtchen oder was es sein mag, die Siedlung mal anschauen, begutachten, uns mal ein Bild davon machen, wie die Leute da so ticken. Und dann werden wir uns entscheiden, wie wir weiter vorgehen werden. Die Bruderschaft selbst, na, da haben wir doch schon noch einiges zu tun. Ich möchte zum Beispiel... Oh, Oberland Station ist überrannt worden. Kein Problem. Ja, hallo! Was ist denn das für ein Auftakt hier? Sterbe ich gleich wieder? Nee, komm, ah, habe ich keinen Bock drauf. Habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe jetzt hier, hier. Hier gehe ich. Ja, genau. Ich gehe hier lang. Ich will mich doch da nicht verarschen lassen von irgendwelchen... Schau dir das an. Nee, nicht mit mir, Freunde. Nee. Wir haben Samstag. Ich habe Wochenende. Da tue ich mir sowas nicht an. Das ist so ein typischer Montag da hinter mir. Nee, das... Nein. Ohne mich, Freunde. Ich gehe jetzt lieber ein paar Unschuldige ausnehmen. Was haben wir denn da? Wo ist die Lichtquelle her? Der ist immer noch da. Noch ein zweiter... Dogmeat macht sein Ding. Und ich hau's weg. Wie sind denn die... Bis hier hingefolgt. Was haben wir denn da? Ein Hund? Und der nächste Hund? Was ist denn hier los, Freunde? Ich wollte doch eigentlich nur... Da ist schon wieder so ein Aggressator. Aggressatron. Irgendwie. Weg ist er. Die Hunde haben meine Fährte wahrscheinlich aufgelesen. Alles weg. Alles weg, meine Freunde. Nicht alles weg. Da ist noch... Alter, wie, woher kommt ihr denn? Von der Vault immer noch mir hinterhergelaufen. Was wollt ihr denn von mir? Ich hab euch nichts. Ich hab euch nur den Tod. Ich hab euch Schmerzen und Leid, Freunde. Ein Legendärer, du wolltest dich wahrscheinlich beweisen vor deinen Freunden, oder was? Ah, hast du nun davon. Irgendwas ist hinter mir. Ich hab ein bisschen Angst, mich umzudrehen. Dogmeat? Dogmeat? Wo ist denn Dogmeat hin? Oh, du Scheißköter, du bist nicht Dogmeat. Nicht die Mama. Nicht der Dogmeat. Weg, weg. Ich will da. Wieso? So. 14 Schuss noch. Da komme ich nicht weit. Muss ich die Waffe wechseln. So, wo ist denn der Dogmeat? Dogmeat. Lebst du noch? Dogmeat? Na, der kommt schon. Der kommt. Der wird schon kommen. Der gute alte Dogmeat, der hat es immer wieder nach Hause geschafft. Also einmal Stimpack rein und 50 Meter in diese Richtung. Juhe! Ich bin ein Mann der Bruderschaft und ihr sollt mir eure Ernte abzwacken. Summerwheel Place. Ihr klingt vernünftig. Hallo! Waffe mal weg. Oh, die sind her. Die sind süß. Oh. Was seid ihr denn? Bruder und Schwester? Du gehörst zu denen, die unter der Erde leben. Richtig. Und du? Du bist wer? Also zeigst mir nicht mal an, wie du heißt. Siedler. Hey, Reden. Kleine. Auf einer Farm zu arbeiten ist echt langweilig. Ja, ich würde es genießen auf der Farm. Ne? Wenn du sowas erlebst wie ich da jeden Tag, dann würde ich das genießen. Was? Was wolltest du sagen? Was? Ist das Mais? Hm, ist das Mais? Das ist Mais, fein. Hey, also komm. Du siehst nicht aus, als wolltest du handeln.
Waren übergeben, Ernte spenden. Was ist denn der Unterschied? Was würdest du für die Ernte nehmen? Das weiß ich nicht so genau. Ehrlich gesagt, kann ich sie für weniger als 1000 Kronkorken nicht abgeben. 1000 Kronkorken? Aber weißt du was? Okay. Gut, ihr bekommt sie, wenn wir ernten. Hab ich dem Typen 1000 Kronkorken geschenkt? Was bin ich doch für ein toller Mensch. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn? Schauen wir uns das mal an, ne? 23.000. Klacks. Das war ein Klacks für mich. 1000 Kronkorken. Da habe ich dem noch eine Freude gemacht. Hey, ich habe euch reich gemacht, kleines Mädchen. Ja, ich habe euch reich gemacht. Wer ist denn das da? Der Bub. Der Bub mit der Zipfelmütze. Ne, ist keine Zipfelmütze, ist ein Baseballcap. Da hast du recht. Da hast du recht. Ja, macht ihr mal weiter mit der Ernte. Ich werde, keine Ahnung. Kann ich euch nicht irgendwie noch sonst helfen? Ich würde denen gerne noch helfen. Das sind so nette Leute hier. Kann ich denen noch helfen? Papa? Sag mal. Hallo. Du sollst nicht im Schlamm wühlen, du sollst mit mir reden. Ein einfaches Leben ist das nicht. Na gut, aber du hast ja schon ein bisschen... Also, essen tust du gut, so wie du aussiehst. Oh, der ist aber auch muskulös, ne? Keine Ahnung, wie viele Blasen ich hab. Ja, das interessiert mich auch nicht. Es würde sagen, das haben wir erledigt. Danke. Wir sind relativ gut drin. So, ein Reaktorkühlmittel. Kühlmittel? Wo finden wir das denn? Wird das hier angezeigt? Reaktorkühlmittel? Bin ich bei Retaries? Das will ich jetzt noch nicht. Ich will Reaktorkühlmittel finden. Ich weiß ja nicht mal, wo ich das suchen soll. Reaktorkühlmittel. Flughafen Boston. Ah, am Flughafen. Gehen wir mal zum Flughafen. Gehen wir doch mal zum Flughafen, Freunde. Wir haben jetzt langsam Zeit, um den Flug zu nehmen. Was? Jetzt labert's einfach wieder nur. So, ja, Frost, Kühl, Dingensmittel, für was auch immer. Die wollen den Roboter noch in Gang bringen bei der Bruderschaft. Ich frage mich nur, wofür, weil das Institut ist ja weg. Wollen die etwa den Rest des Commonwealths unter sich begraben? Man weiß es nicht. Und wenn, dann helfe ich gerne. Weil ich meine, ich mache sowieso nur noch 7 Folgen und dann ist es hier vorbei. Dann könnt ihr alles in Grund und Boden stampfen. Oh. Ah, das ist der Flughafen. Ah. Okay. Ich gehe dir nochmal fragen, wann das Kühlmittel ist. Hallo? Ich könnte noch immer Reaktorkühlmittel brauchen. Hast du welches? Wo? Herstellen? Kannst du mir nochmal sagen, wie man das Reaktorkühlmittel herstellt? So schwierig ist das doch nicht. Bring die Inhaltsstoffe, die auf der Liste stehen, zu einer Laborstation und mische sie. Das ist zwar schon ein wenig mühsam, aber ich weiß, dass du dir gern mal die Hände schmutzig machst. Ja, und die Inhaltsstoffe? Ich habe Probleme, einige der Inhaltsstoffe zu finden. Wenn ich alle Inhaltsstoffe hätte, würde ich das Reaktorkühlmittel einfach selbst herstellen. Schau mal in unserem Vorratsdepot am Flughafen, was Proctor Teigen im Angebot hat. Jede Wette, du findest den Großteil in der Nähe. Okay. Nein, tut mir leid. Naja, halt die Augen offen. Wir brauchen dieses Kühlmittel wirklich. Wir brauchen dieses Kühlmittel. Okay. Dann, Werkstatt? Kann ich mir denn hier mal ansehen, was ich denn hier fürs Kühlmittel brauche? Ich sehe es ja doch gar nicht. Wo ist denn hier eine Werkstatt? Freunde, Werkstatt? Hallo? Silberne Taschenuhr, die ist jetzt mir. Die ist jetzt mir, das habt ihr nur davon. Wenn ihr die Leute einfach so rumlungern lässt hier. Aber ich sehe hier echt keine Werkbank. Ich hätte nie gedacht, dass die Minutemen in der Lage wären, das Institut zu vernichten. Sternpaladin. Ja, da siehst du mal, was alles möglich ist, wenn man nur an die Leute glaubt. Einfach nur an die Leute glauben.
Ihr seid auch alle extrem schnell. Das ist Wochen her, meine Freunde. Da haben wir eine Werkbank. Schauen wir mal. Reaktorkühlmittel. Wo können wir denn das finden? Herstellung. Nein, natürlich nicht. Ich muss zu einer Laborstation. Nicht bei einer Werkstatt. Ich muss bei der Laborstation muss ich das machen. Genau. Wisst ihr was? Wir gehen erstmal. Ja. Wir gehen doch erstmal hier irgendwo, irgendwie, irgendwann. Wo denn? Hallo? Da ist doch Reinigung und so abgeben. Wir gehen die Quest hier mal abgeben. Zur Polizeistation. Wo war denn die? Da drüben, genau. Los geht's. Gehen wir das Zeug ab und dann schauen wir mal, was wir als nächstes kriegen. Ich werde mir das Reaktorkühlmittel vielleicht ein andermal zusammenbasteln. Da habe ich jetzt echt keine Lust drauf, mir ein Labor zu suchen. Echt nicht. Nein, überhaupt nicht. Dann gehen wir zurück auf die Priden. Gehen wir den Typ sagen, dass die Siedlung spendet, weil wir gespendet haben. Hoho. Mal schauen, wohin er uns als nächstes schickt. Aber ich werde die Leute nicht einfach ausnehmen, ne? Das ist ziemlich gemein. Das macht man nicht, das tut man nicht. Das war einmal. So. Der gute Rotmeck geht zur Polizeistation. Ich hätte da was zu melden. Ich möchte eine Anzeige erstatten. Jemand hat mein Fahrrad bepinkelt. Ich finde das nicht cool. Diese Jugend, die bepinkelt immer mein Fahrrad. Ich möchte das zur Anzeige geben. Na du? Ich wollte mich förmlich dafür entschuldigen, wie ich dich behandelt habe. Das war ein Fehler und ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. Ah, jetzt wo ich Best bin. Jetzt wo ich Chef bin, machst du hier so, ne? Ich weiß das zu schätzen, aber das erfordert keine Maßregelung, Rice. Danke, Sir. Falls es dich interessiert. Es ist mir eine Ehre, an deiner Seite zu dienen. Und ich hoffe, dass du der Bruderschaft weiter Ruhm bringst. Und dann wendest du dich ab. Was bist du nur für ein Affe? So, komm. Wen haben wir denn da? Das Gebiet ist sauber. Ja, ich bin dein Chef. Nur so, ne? Da musst du noch fragen? Die offensichtliche Antwort ist ja. Also wenn es das mit den dummen Fragen war, hier ist deine Bezahlung. Dem Commonwealth wird das Ungeziefer so schnell nicht ausgehen. Atme durch, wenn es sein muss. Sag mir, wenn du bereit bist. Also die Leute, die checken das schon nicht immer so. Wenn etwas sich entwickelt, jetzt hat er sich gerade entschuldigt und so für sein Verhalten. Und dann gehen wir wieder zur Tagesordnung über. Ja, geh und du Noob und Nee, das ist Ich bin bereit. Gute Antwort. Hier sind Einzelheiten zum Ort der Säuberung. Erfüll die Mission, dann melde dich zurück. Das werde ich tun. So, und dann haben wir noch bei deinem nächsten Einsatz auch deine Brüder und Schwestern zur Party einlädst. Halt's Maul, sonst schieß ich dir bin in mir nicht sicher, ob es mir gefällt, dass die Minutemen so viel hier. Halen, ich hab dir was mitgebracht. Jetzt, da das Institut zerstört ist, gibt es für dich ja keinen Grund mehr, bei der Bruderschaft zu bleiben. Dein Auftrag ist erfüllt. Bist du immer noch wütend wegen Dance? Ach, komm schon, stell dich nicht dumm. Was du mit Dance getan hast, war nichts anderes als kaltblütiger Mord. Er war ein guter Mann. Was? Und er hatte eine zweite Chance verdient. Vielleicht nicht bei der Bruderschaft, aber garantiert nicht mit einer Kugel im Kopf. Mir ist es egal, ob Maxon dir Orden verleiht und dich mit Belobigungen überschüttet. Ich werde dir nie verzeihen, was du getan hast. Mädchen, ich hab doch nichts getan! Ich hab Dunst nicht getötet. Ich hab nur gesagt, ich werde ihn umbringen, um die Leute zu täuschen. Aber es wurde ja abgebrochen. Ich kam gar nicht zu ihm. Bitte glaub mir. Verzeih mir, nee, für was erwischt, nicht wahr? Halt's Maul. Verzeih mir, nein. Ich hab nichts getan, also musst du mir auch nicht verzeihen. Ungehorsam stoppen will ich auch nicht. Weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, so geht's mir momentan wirklich ein bisschen. Und Zusammenarbeit? Ah, komm. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Helen. Dann sag besser überhaupt nichts. Dann muss ich nichts mehr antworten, was ich später bereue. Ich habe meine Pflichten zu erfüllen. Und du ebenfalls.
Ich teile dir noch immer Missionen zu, weil das meine Aufgabe ist. Aber das heißt nicht, dass wir Freunde sein müssen. War's das? Gut. Aber ich will doch dein Freund sein. Halen, ich will dein Freund sein. Hast du die Technologie gefunden? Welche Technologie? Ich verarsche die jetzt, nein. Ja. Gute Arbeit. Hier, deine Bezahlung für eine erfolgreiche Rettungsaktion. Dem Commonwealth wird die Technologie so schnell nicht ausgehen. Sag mir, wenn du unbedingt wieder losziehen willst. Unbedingt, Mädchen. Unbedingt möchte ich losziehen. Bestätige. Gut. Das Gebiet ist auf der Karte. Viel Glück. Juhu. So, und jetzt haben wir noch 10... Sein sollen, die dem Institut den Tod jetzt haben wir noch 10 Minuten, Freunde. Und die nutzen wir und machen die beiden Quests noch. Ja! Quartiermeister und Commonwealth-Reinigung. Ja! Machen wir alles. Machen wir alles und beim nächsten Mal werden wir dann die anderen Quests nochmal anschauen und versuchen. Aber jetzt will ich einfach nur hier Rambazamba schnell die zwei Quests machen. Versorgung der Truppe werden wir beim nächsten Mal abgeben. Wir werden Lernkurve das nächste Mal versuchen, aber jetzt erstmal die beiden noch. Mal schauen, ob ich das beides noch reinpacken kann hier. Wo sind denn die Quests? Wo sind denn die Quests? Wo sind denn die Quests? Antrieb hier, Technologie. Gibt es einen Pionier? Da kann ich nicht hinporten. Nicht entdeckt? Da entdecken wir noch Sachen, Freunde. Wir entdecken noch lustige Sachen. Gehen wir da unten rein, dann nach oben laufen, das Ding entdecken, das Ding finden und das Ding zurückbringen. Das Ding. Das wird uns Freude bereiten. Habe ich das Gefühl? Die 10 Minuten nutzen wir jetzt noch für die Bruderschaft. Aber wieso Ries ist... Das ist genau das, was ich sicherlich in meinem Fazit am Ende bei der 150. Folge noch erwähnen werde. Das sind solche Dinge, die NPCs, die labern einfach ihr Skript runter. Egal, was passiert. Die nehmen kurz vielleicht Regress auf das, was geschehen ist. Aber dann geht wieder alles normal weiter. Ich meine, es macht schon Sinn. Es macht absolut Sinn, wenn man sagt, okay, ich bin enttäuscht von dir, aber die Bruderschaft ist militärisch aufgegliedert. Ja, wir müssen trotzdem zusammenarbeiten. Das macht Sinn. Da kann die mir auch weiterhin die Quests geben, ist aber sauer auf mich. Okay, von mir aus. Aber ich habe ja Ries gar nichts... Dance, gar nichts gemacht. Oh, was bist denn du da? Ich habe Dance gar nichts getan. Und die macht einfach hier auf, nee, du hast ihn getötet. Wie denn? Wo denn? Kann ich ja nicht, wenn mir das Spiel das einfach so weggenommen hat, die Quest. Ich wollte die eigentlich schon erledigen. Die hätte mich sehr interessiert. Hallo? Hallo? Nee, echt jetzt? So schwierig? Alter, stirb doch. So. Ich hätte das echt gerne gemacht mit Paladin Dance. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Wenn die mich nicht lassen, was soll ich denn tun? Ne, was soll ich denn tun? Wo muss ich denn... Oh, da ist noch ein Legendary. Das darf nicht wahr sein, oder? Der mutiert jetzt dann gleich. Ist dann mutiert, wieder volles Life, alles klar. Ich habe keine Munition mehr, alles klar. Nee, so macht das Freude. Ja. So macht es richtig schön Spaß. Alter, nicht sterben, nicht sterben. Was habe ich denn noch für Waffen, was ich da brauchen könnte? Alter Verwalter, wisst ihr was? Nehmt es. Ja, jetzt habe ich wieder keine Munition mehr. Das mit der Munition ist auch so ein Scheiß. Habe ich nie. Ich habe nie genug Munition. Könnte auch an mir liegen, natürlich. Könnte es auch an mir liegen. Aber das Spiel sollte mir genug Munition zur Verfügung stellen. Ich verlange das. Oh, shit. Alles im Griff. Rockmack hat alles im Griff. Bleibt schon ruhig. Der hat ja nur noch einen Arm. So, komm. Jetzt ist er auch weg. Rechtes Bein für die Kampfrüstung. Okay, alles getan, alles gemacht, alles im Griff. Wo muss ich denn jetzt hin? Das verstehe ich nicht. Kann ich da rein? Ist das da so ein Tunnel? Ist da etwa ein Tunnel? Oder? 9,5 Meter.
Was ist denn das? Ist das die Markierung oder was ist... Ich will die Markierung weghaben. Ja, nein, ich will die Markierung. So, und jetzt hier. 25 Meter in die Richtung. Das geht da rein, okay. Alles klar, alles... Nein, hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen. Genau, hätte ich nicht machen sollen. Erstens mal ist das radioaktiv verseucht. Und zweitens mal... So, nee, komm ich jetzt hier raus, bitte? Was ist denn los? Wieso komme ich denn hier nicht rüber? Was, will der mich verarschen? Das ist doch nicht so hoch! Alter, da kommst du doch... Na, das Spiel macht mich wieder fertig! So, nee! Also wenn Doc... Alter, dann nehme ich so einen Hupf hier. Ja, Doc mit bisschen badly nehmen. So, ich muss hier mal einen Redway, Redix oder was auch immer reinpfeffern. Geht so nicht. Geht so einfach nicht. So können wir nicht arbeiten. Redway. So, dann essen wir auch nochmal was. Ich habe schon lange nichts mehr gegessen, kommt mir so in den Sinn. Wie wär's mit geröstetem Meierlörkfleisch? Lecker Schmecker. So, da drin haben wir jetzt die Kiste, das Ding. Das ist noch ein Labor, da könnte ich jetzt eigentlich mal schauen, wegen einem Kühlmittel. Oh, und Munition, schau dir das an. Was war das? Was? The fuck? So, schauen wir uns das da mal an. Ich möchte, Kühlmittel, Reaktorkühlmittel, da sieht man's. Okay, was, schmutziges Wasser brauchen wir 5. Flaschen, Frostschutzmittel und Benzinkanister. Ja, sollte ja alles möglich sein. Sollte... Ich könnte... Ich mache das noch so. Ich werde das noch alles markieren. Mit T. Für die Suche. Sehr schön. Dann immer, wenn wir was finden, dann wird das hier mit einem... mit einer Lupe gekennzeichnet. Und ich weiß, Junge, du brauchst den Scheiß. Dann kann ich das mitnehmen. Dann bauen wir uns den Scheiß zusammen. Dann können wir nämlich in der Zeit noch andere Quests weiter erledigen. Und einfach so das Zeug suchen. Du bist ein cleveres Bürschchen, Rotmack. Das ist Wahnsinn. So, und jetzt gehen wir noch die Säuberung machen. Und die ist hier. Ist es die Säuberung? Kaufhaus? Glaub schon, ja? Nein! Nein! Du das... Ah, die... So, jetzt gehen wir dahin. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Die nehmen wir uns noch. Und werden noch die Leute töten. Ja? Ja, wir werden noch Leute töten. So. Mal schauen, ob wir da noch ein paar Sachen für das Frostkühlreaktor-Dingensmittel finden. Wäre gar nicht mal so schlecht eigentlich. Würde ich gerne finden. Denn dann könnten wir 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Babam. Nein, Supermutanten! Nein! Selbstmord-Supermutanten! Alter, nein! Und da ist noch ein Raider. Alter! Da drehe ich jetzt schon wieder durch. Hey! Das ist sogar ein Name-Typ. Komm, ich mach das mal mit Watts hier auf den Kopf drauf. Bams. Wo ist denn der? Der ist draußen, der kommt da nicht rein. Oder? Oh oh. Der, es hört sich an, als wäre der ganz in der Nähe. Da drüben ist er. Nein, nein, weg, 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 weg. Ist die Scheibe weg? Ja, ui. Wäre jetzt doof gewesen, wenn da eine Scheibe drin gewesen wäre. Boing. So. Sehr schön, haben wir den auch erledigt, was? Da kommt schon der Nächste. Das wird gar kein Kampf, mein Lieber. Du wirst jetzt einfach in die Luft gehen, da drüben. Ja. Yeah. Noch einer. Sag mal, ist es hier ein Nest von... Wow. Wow. Boah, die Schweine. Was soll ich denn überhaupt machen? Hier drüben säubern? Machen wir doch. Na du? Boah, nee, ganzes Haus voller Supermutanten. Muss ich das säubern? Boah, da habe ich schon jetzt einen Anschiss.
Na komm. Der ist schon mal weg. Handgranate. Granate! Autos, die brennen! Ja, komm du nur her, du. Schlechter der Supermutanten. Ich bin der Schlechter der Menschen. Ha! In die Backen. Ja, nochmal, komm, in die Backen. So, und nochmal. Und Ende Gelände. So, wo muss ich denn hin hier? 6 und 8 und 6 und... Wo muss ich denn hin? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Säubere das Kaufhaus. Das ist das da drüben. Sehr gut. Das machen wir jetzt noch. Da gibt's keinen Weg vorbei. Der Schlechter ist da. Der Schlechter der Menschen ist wieder da. Er wird die Supermutanten auseinanderreißen. Ich bin der Mann fürs Grobe. Ich bin der Mann fürs Grobe. Für die Menschheit. Für das Commonwealth. Der Mann fürs Grobe. Der bin ich. Hey, hey. Was? Was? Hast du Zeit für einen Kaffee? Wir müssen es einfach nur säubern. Das heißt, wir dürfen alles kaputt machen, was wir finden. Wie zum Beispiel diese Puppen. Boah, ist das... Das Einkaufszentrum ist ja riesig. Das heißt, da gibt es ja tausende von Supermutanten. Oh, da freue ich mich drauf. Oh, da freue ich mich drauf. Oh, ich komme euch entgegen. Ich werde euch den Weg weisen. Komm. Nein, aber weißt du, der hat einen Helm an und hält wieder... Oh, scheiße. Meine Life. Oh, Freunde, das wird mir ein Spaß. Das wird mir ein richtig geiler Spaß hier. Alter Verwalter. Nee, als hätte ich da Bock drauf. Nee, schau dir das an. Tausende von den grünen, schleimigen Drecksködern. Hier! In den Hals geschossen. Was? Weder Hals noch geschossen. Auf den Kopf geschlagen. Bam! Komm nochmal. Da weißt du was? Ich mach das mit Watts. Das geht. Bam! Ich muss meinen Watts mehr brauchen. Merke ich. Mein Watson! Meinen Captain! Ja, komm, nochmal. Da! Ja, das ging daneben, mein Freund. Da, jetzt bist du weg. Das ist Wahnsinn. Ich komme in den Blutrausch rein. Aber, Freunde, das geht hier noch eine Weile. Ich sehe es kommen. Und deshalb, ihr ahnt, was jetzt kommt. Kaliber... paar Schuss hinzugefügt. Alter, komm. Ich werde das ganze Haus hier nicht säubern können in dieser Folge. Das werde ich nicht machen können. Deshalb werden wir nach diesem Typen hier, wenn der nicht noch weiter weggeht... Sag mal, wohin willst du denn? Alter, wir haben hier einen Kampf. Bleibst du wohl stehen? So, der ist tot. So, also, wir werden dieses Gebäude beim nächsten Mal säubern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen von dieser Folge und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge, in der 6. Folge von Fallout 4 dann. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.